Herzlich willkommen zur ersten Folge von Booster Innovation Podcast. Ich freue mich riesig und ja, das ist echt eine große Ehre, Inise, Dr. Inise Lauterbach, dass ich die erste Folge mit dir aufnehmen darf. Danke, dass du dabei bist. Jenny, die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, und heute ist sogar meine Aufregung gut noch im Zaum zu halten, wahrscheinlich, weil es einfach jetzt später ist. Du siehst, alte Frau wird müde, ist jetzt ganz gechillt gegen Abend. Ja, ich freue mich. Vielen Dank. Ja, wir sprechen natürlich heute über so ein bisschen über dich, über deinen Werdegang. Wir werden natürlich auch ein bisschen über dein Startup sprechen. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Und natürlich auch, weil das ja ein Booster Innovation Podcast, also es geht um Innovation, wie man Innovation eben ja hauptsächlich natürlich beruflich auslebt, wie man innovativ bleibt oder ist. Und da du aus meiner Sicht eine der innovativsten Personen bist, auf jeden Fall, die ich kenne, ja, freue ich mich auch darüber mit dir ein bisschen zu sprechen. Wir beginnen vielleicht mal mit dir quasi als Kind. Du bist ja Ärztin. Wann kam deine Begeisterung, beziehungsweise hattest du schon als Kind so diese Begeisterung für Medizin? Ja, tatsächlich, auch wenn ich als Kind jetzt nicht unbedingt Ärztin werden wollte, das war jetzt nicht so, oh, ich werde Ärztin, das ist ja dann oft so ein Kindheitswunsch. Ich war einfach nur fasziniert von Medizin, von Wissenschaft und insbesondere, wenn wir bei unserem Kinderarzt Dr. Himmelhahn in Frankenthal waren, ich fand diese Thieme-Bücher, das ist so eine, vielleicht kennst du diese Bücher auch, das sind so große Lehrwerke und die haben so eine charakteristische Auffälligkeit, diesen dunkelblau, hellblau, weiß im Layout. Ich fand das ganz spannend und das waren so richtig große Bücher. Und dann stand da immer so, ja, hier Anatomie, Physiologie. Da dachte ich, oh, spannend. Das hat mich so neugierig gemacht. Und ich wollte unbedingt so ein Buch lesen. Und ich war, glaube ich, bis ich 18 war, auch bei meinem Kinderarzt ein toller Mensch. Auch er hat mich auch als Kind schon sehr geprägt. Also ein Arzt oder eine Ärztin sollte so sein wie Dr. Himmelhahn. Er war immer so gewissenhaft, aber auch toll zu meinen Eltern. Das ist mir schon aufgefallen, dass der so ganz besonders ist. Dann dachte ich mal so, wenn jemand ein guter Arzt ist, der muss so wie Dr. Himmelhahn sein. Das war so, ja, so hatte ich das immer im Hinterkopf. Aber dass ich tatsächlich Ärztin werden möchte oder dass ich mich dafür entschieden habe, das kam viel später. Ja, aber ich glaube, also du sprichst auch etwas an, was wahnsinnig wichtig ist für Kinder, sind eben diese Vorbilder, ne? Also das ist ja ohne diese Vorbilder, deswegen ist das ja so wichtig, dass man auch aus meiner Sicht, dass man auch so ein bisschen mit den Kindern versucht, auch so ein bisschen zu erzählen, was man beruflich macht, was man ja, damit sie sich auch so ein bisschen inspirieren lassen, weil das sind ja, oder wir Eltern, beziehungsweise dann auch die LehrerInnen oder eben ÄrztInnen, ne, sind ja so die Figuren, die Kinder ja irgendwo beeinflussen. Und man, also ich, es ist interessant, weil meine Oma ist ja Ärztin, auch Hals-Nasen-Ohren-Ärztin gewesen und meine Mutter Lehrerin. Und ich saß, also noch damals in der Ukraine als Kind, tatsächlich bei meiner Oma in der Praxis, im Krankenhaus, wo sie halt Leute behandelt hat. Und ich fand das auch total spannend. Und dann, als ich meiner Mutter gesagt habe, ja, überlegt irgendwie mit 10 Jahren, soll ich auch Ärztin werden irgendwann mal. Und sie so, Jenny, vergiss es, du hast nichts mit irgendwie Physik und Biologie, ist nicht so dein Ding. Aber da hatte sie auch tatsächlich recht. Also es ist jetzt Naturwissenschaften jetzt nicht so meine Welt. Aber ja, also das ist, gab es denn noch andere Personen außer dem Kinderarzt, die dich irgendwie da beeindruckt haben?
Oder Es war waren eher so die tatsächlich Hauptperson? halt so behandelnde Ärzte, die man quasi als Kind oder Familie dann auch mitbekommt. Auch der Hausarzt von uns, von meinen Eltern, der Dr. Müller, jetzt ist inzwischen der Sohn, die Schwiegertochter in der Praxis, der auch quasi schon die Weltkriege miterlebt hatte und auch in der Türkei eingesetzt war und dann auch von dieser Zeit gesprochen hat. Ich glaube, das war auch so diese wertschätzende Art zu meinen Eltern gegenüber, erste Generation von Gastarbeitern, die jetzt nicht fluent sind, die sprachliche Probleme haben. Ich fand das ganz toll, dass diese Ärzte immer sehr wohlwollend waren, wertschätzend waren, aber ganz wichtig war, ihren Patienten ganz klar zu sagen, was jetzt die Problematik ist, die Krankheiten erklärt haben. Ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Es war dieses sehr humanistische. Meine Mutter hat noch einen wunderbaren Gynäkologen gehabt, zu dem, ich glaube, das, genau, der war auch dann mein erster Gynäkologe. Auch er, es waren lustigerweise alles drei Männer auch. Sehr wertschätzend, wirklich humanistisch, die Art, diese offene, klare Sprache und diese Kommunikationsfähigkeit. Was mich sehr beeindruckt hat, vor allem damals, wir sind drei Mädchen und ich erinnere mich ganz gut, wo wir jetzt doch mitten auch in der Pandemie sind. Wir hatten alle drei Windpocken und mit Windpocken gleichzeitig auch Keuchhusten. Ich habe noch einen alten Impfausweis, das ist der Weise, der wurde damals vom Gesundheitsamt ausgegeben. Ich glaube, mein Mann hat auch noch so einen Weisen. Inzwischen haben wir ja alle diese gelben internationalen Impfausweise. Man sieht halt, dass quasi wir zwar viele, viele Impfungen haben, aber Windpocken waren wir zum Beispiel, das hatten wir nicht, diese Impfung. Und ich war damals. Jetzt muss ich überlegen, meine Schwester war schon auf der Welt, ich glaube, die war 1 oder 2 Jahre alt, also war ich 8, 7 oder 8. Also meine Jüngste und ich, wir haben 6 Jahre Altersunterschied. Und wir hatten gleichzeitig noch Keuchhusten, wir hatten also auch keine Impfung, Pertussis. Und uns ging es so schlecht, meiner Mutter auch. Sie war da mit drei Kindern, die einen schrecklichen Husten hatten, Fieber, Jucken. Und er kam zu uns nach Hause und meinte, Frau Solak, Sie sind erschöpft, die Kinder sind erschöpft, die Kleine gefällt mir auch nicht, respiratorisch. Wir gucken uns das an. Sie sind auch immer sehr intuitiv. Wenn Sie das Gefühl haben, es wird schlechter oder Fieber steigt über 41 und Sie kriegen es nicht runter durch Kühlung und durch die Zäpfchen, dann rufen Sie mich heute Nacht an, dann bringe ich quasi die Seneb ins Krankenhaus. Aber sie schaffen das, sie brauchen auch keine Angst zu haben und ich habe wirklich Vertrauen zu ihnen. Das habe ich nicht immer bei den Müttern und das habe ich nicht vergessen. Also ich habe das, da dachte ich so, oh, was passiert denn da? Meine Mutter war wirklich sehr, sehr erschöpft. Mein Papa hatte Schichtdienst, er hat in einer Fabrik gearbeitet und ich glaube, das hat mich sehr geprägt im Nachhinein. Diese Situation ist mir Jahre später dann eigentlich eingefallen. Da dachte ich, wow, also wie klar ein Arzt auch kommunizieren kann zu Eltern. Und meine Mutter hat gesagt, sie macht das alles. Meine Mutter hat auch ein Faible für Medizin. Sie ist nicht studiert. Und sie hat es exakt befolgt und es ist alles gut gegangen. Und Jahre später haben sie auch immer wieder über diese besondere Situation in dieser Nacht gesprochen. Das ist mir dann halt auch dann in Erinnerung geblieben, dass es eine kritische Situation war, dass meine Mutter auch immer sehr besonnen war, auch danach, Jahre danach. Und diese Besonnenheit habe ich auch quasi auch zu meinen Kindern als Mutti und nicht nur als Ärztin, aber auch als Ärztin. Das ist dieses Abwägen, dieses Besonnensein, Abwägen. Wann ist jetzt eine Gefahr da, die man so einschätzen muss, dass man sofort handeln muss? Oder wann kann ich jetzt abwarten? Zwar sorgfältig, aber noch in Gelassenheit. Ich glaube, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und trotzdem war das für mich nicht so, oh, ich werde jetzt auch Ärztin. Das kam, wie gesagt, später. Aber die Bisschen später. Faszination für Medizin war immer da, sehr früh schon. Wow. Aber ja, das zeigt ja auch nochmal, dass was ja sehr wichtig ist für einen Arzt oder eine Ärztin, ist eben dieses Psychologische, ne? Dass der eben auch die Menschen versteht und versteht nicht nur die Anatomie, sondern auch versteht, wie die Menschen ticken, dass das natürlich auch ja, vieles mit den Menschen macht, ob sie jetzt aufgeregt, gestresst deswegen sind. Weil eben, und das ist, ich meine, kann ich total nachvollziehen. Also ich hatte auch, glaube ich, als Kleinkind Windpocken, alles Mögliche.
Und ja, ich meine, ich bin ja auch dreifache Mutter und wir wissen ja, wie das ist. Also das ist einfach so, man hat gut, du kannst es wahrscheinlich viel besser einschätzen, aber das eben diese Ruhe dem Patienten oder der Patientin zu geben und zu sagen, es wird alles gut und ja, auch so ein bisschen Selbstvertrauen und ja, zureden und auch verstehen, in welcher Ja. Lage man sich befindet, auch den Menschen verstehen. Also er hat ja in dem Moment Absolut. ja gesehen, dass deine Mutter fähig ist, auch ein bisschen ne, das rational sozusagen an die Sache ranzugehen. Ja, Absolut. sehr, sehr beeindruckend. Wann kam denn der Moment, dass du gesagt hast, so, ja, ich möchte Medizin studieren? War das schon irgendwie, hast du in der 7. Klasse Französisch oder Latein? Ich fand das immer so Nein, interessant, dass ich in der hatte Schule die Kinder, die gesagt haben, sie wollen Ärzte werden, dann Latein genommen haben, weißt du? Nee, ich war ja auf der Realschule, ich hatte quasi kein Latein, ich hatte Französisch ab der 7. Klasse. Ich wollte Astronautin werden, schon sehr, sehr früh. Das war schon in der Grundschule, ich fand das so faszinierend. Als ich wirklich gesehen habe, wow, Astronautin, es sind Frauen, die auch fliegen. Das war dann für mich der Berufswunsch schlechthin. Und ja, das habe ich dann quasi auch für mich so akribisch verfolgt. Sehr sportlich, Leichtathletin, naturwissenschaftlich sehr interessiert, vielseitig interessiert. Mich hat aber Physik sehr, sehr interessiert, auch wenn das mein damaliger Physiklehrer nicht nachvollziehen konnte, auch überhaupt nicht verstanden hat, warum mich das so interessiert. Also Raketenantriebe, das war so mein Ding. Ich glaube, ich habe vor ein paar Monaten meinen Sohn mal geschockt. Mama, so, ja, Mama. Also ich wollte Astronautin werden. Und damals, ja, klar, das war natürlich die USA als Nation, die ja hier uns in Deutschland ja auch so ein bisschen vorantrieb. Klar, ich fand das schon toll, dass auch eine Kosmonautin schon im All war als erste Frau. Dann dachte ich so, ich will einfach fliegen. Ich werde Astronautin. Tja, was ist dann passiert? 9. Klasse, ist es halt so, dass quasi Schüler dann darauf vorbereitet werden, auf den, ja, Erwerb, auf das Berufsleben. Dann gibt es so eine Veranstaltung, die nennt sich Berufsinformationszentrum. Im Arbeitsamt ist das quasi so wie so ein Infopoint. Dann geht man mit der Klasse hin, dann wird man dort beraten, da kann man dann irgendwie so eine Maschine bedienen, die dir dann rausspuckt, was du dann werden könntest. Da kamen irre Sachen raus und ich dachte mir so, hey, Ah, das habe ich auch mal gemacht das am, ist in der ja Schule. fürchterlich, ich will Astronautin werden. Und diese Frau, ich werde das auch nicht vergessen, wie die mich angesehen hat, so, was möchtest du werden? Astronautin? Nee, Astronautin, das geht nicht. So, erstens so, also das war dann so, das waren so mehrere Sachen, die ich einfach nicht erfüllte. Es war meine Größe, ich habe quasi diese Mindestgröße nicht gehabt. Also damals musste man ja tatsächlich dann Pilotin werden, man musste ja zur Bundeswehr. Und Bundeswehr-Soldatin, das geht ja auch erst seit glaube ich, 20 Jahren, dass man quasi nicht nur im Sanitätsdienst dann tätig sein kann oder im Musikkorps ist. Das war einfach nicht möglich. Also ich war die total überfordert und die hat mir das auch ganz offen gezeigt, so. Blem, blem, die spinnt ja total. Also, sie sind eine Frau, sie können keine Soldatin werden, sie sind zu klein, sie müssen mindestens 1,63 groß sein. Die hat dann alles noch so wild da Sachen reingetippt. Das geht gar nicht, das geht nicht. Und sie so, Inise Solak, woher kommen Sie? Ich sag ja, ich bin Türkin. Ja, das geht gar nicht, Sie müssen deutsche Staatsbürgerin sein. In dem Moment dachte ich nur so, oh. Okay, na gut, dann eben nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, dann werde ich Ärztin. Da war sie dann erst recht fassungslos. Da brauchen Sie Abitur. Sie sind auf der Realschule. Da habe ich gesagt, ist doch kein Problem. Dann mache ich Abitur. Und das war so für mich dann so der Zeitpunkt. Okay, Astronautin geht nicht. Ich werde Ärztin. Da war dann auch immer so ein bisschen so dahinter Gedanke. Es sind so viele Astronautinnen, auch natürlich mit ärztlichem Background. Ich natürlich als Naturwissenschaftlerin vielleicht irgendwann da mal. naja, man ist ja auch halt 15 und keine Erwachsene. Also man ist ja immer noch Kind mit vielen Träumen, Idealen. Aber das war für mich tatsächlich der Augenblick, da wusste ich, okay, Astronautin geht nicht. Ich werde Ärztin.
Wahnsinn. Also ich muss sagen, nach dieser Geschichte, ich bin noch größerer Fan von dir. Also, dass du mal Astronautin werden wolltest, Wahnsinn, Ja. Wahnsinn. Und Ja, das, fanden andere das nicht so witzig, wurde immer ausgelacht. Die dachten alle, also viele dachten, die Ini, so die spinnt. Die hatten Wow. Knallab. Das war einfach zu irre. Wer wollte denn Astronautin werden? Oder die meisten haben es dann vielleicht nicht gesagt dann, weil sie einfach Angst hatten, auch ausgelacht zu werden. Kann ich Ja, ganz ja, verstehen. ja. Aber es ist ja, ich finde es ehrlich gesagt auch super schade, dass das ja, dass so oft den Kindern auch anstatt den Mut zu machen und zu sagen, ja toll, wow, das heißt, du interessierst dich für, was weiß ich, Ingenieurswissenschaften, für Naturwissenschaften, vielleicht willst du irgendwie Chemie studieren, keine Ahnung, ja, also so ein bisschen den Ja. auch Mut zu machen, ja, lies doch mal irgendwie ein naturwissenschaftliches Buch, dann kannst du ja sehen, ob das was für dich ist oder wie auch immer. Also man muss ja die Kinder auch, ich finde, irgendwie jeder hat ja so seine Talente und seine Interessen und die muss man ja fördern und also das ist schrecklich, dass sie Also das so, die Frau das ich bin da gemacht hat. ganz bei dir. Also es müsste ein Innovationsfach dann quasi geben. Also lass es uns Kreativitätsfach oder weiß ich nicht, irgendwie einen schönen Namen, weil oder lass es uns doch einfach Traumkunde nennen, weil Kinder haben noch so viele tolle Ideen. Und Ja. natürlich hören sich Ideen erstmal alle verrückt an. Und dann sind es aber vielleicht genau diese verrückten Ideen, die wahnsinnig wichtige Entdeckungen werden oder auch tolle Lösungen, die sehr vielen Menschen helfen können oder was auch immer. Aber indem wir halt auch schon Kindern das absprechen, dass ihre Ideen wertvoll sein könnten, machen wir schon viel kaputt. Also es gab auch wirklich keine einzige Lehrerin oder auch Lehrer. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie gesagt haben, hey Enise, das ist echt toll, komm, wir überlegen uns mal, wie du das schaffen könntest. Vielleicht kannst du ein Stipendium bekommen, vielleicht kannst du in die Staaten gehen. Die haben da, das war für die schon so fantastisch, das war halt nur, ja, man konnte darüber nur lachen. Und so geht es, glaube ich, vielen Kindern. Die meisten Kinder werden ausgelacht, statt dann quasi ihnen noch mehr Mut zuzusprechen und sie zu inspirieren. Ich habe halt sehr viel gelesen und habe mich von allen möglichen inspirieren lassen. Ich fand es einfach, ich fand Bücher interessant, ich fand Wissenschaft interessant, mich hat alles Mögliche interessiert. Und so geht es vielen Kindern. Ja, also ich wäre für ein neues Schulfach. Ja, Traumkunde, super. Traumkunde. Okay, wir machen das. Wir machen jetzt eine Petition für Traumkunde. Und war das dann so, dass das Thema Kardiologie du schon am Anfang deines Studiums hatte oder kam das erst später in der Mitte oder hast du erst mal irgendwas anderes gemacht? Wie kamst du zu diesem Bereich Kardiologie? Also die Entscheidung kam sehr früh, aber nicht gleich zu Beginn des Studiums. Es kam quasi im ersten klinischen Abschnitt. Wir haben ja die Vorklinik, das sind 4 Semester, die ist dann halt, dann bekommt man diese Dinge, sehr wichtigen Dinge, die halt aber viel, viel zum Lernen sind. Anatomie, Physiologie, ja, Biochemie, all diese Dinge, die natürlich theoretisch sind. Natürlich wird in Anatomie auch praktisch was gemacht. Also wir sezieren da ja auch Menschen. Aber das ist halt immer noch für viele nicht so Medizin zum Greifen. Wir lernen sehr, sehr viel. Und ja, ich fand halt alles wie immer spannend. Ich finde alles immer spannend. Aber dann in der Klinik, also es ging dann direkt dann los, es ist dann so 5. Semester, dann hat man natürlich auch die ersten Patienten. Da waren wir auch endlich in der Universitätsklinik. Ich war geflasht. Es war ganz klar, das ist mein Job. Ich werde Ärztin. Ich bin da auch richtig. Das war dieses Gefühl. Aber dann auch gleich die innere Medizin und die Kardiologie, dieses Organ, das hat mich einfach geflasht. Das ist, ich kann es dir nicht erklären. Es ist halt auch die Schönheit dieses Organs, einerseits so fragil, so verletzlich, wenn man sich dann anschaut, wie zart dieses Organ ist, aber auch dann so stark in der Leistung. Es ist ja ein Wunderwerk, eine Hammerleistung, was dieses kleine, faustgroße Organ leistet.
Aber warum ich das machen wollte, ich fand auch die Diagnostik und die Behandlung so elegant. So wollte ich das auch machen. Eine Erkrankung eines Organs so elegant wie möglich behandeln. Das wollte ich sehr schnell dann auch werden. Das war dann für mich dann ja schon im ersten klinischen Abschnitt fest. Ich werde Kardiologin. Und davon bin ich auch Wow. nicht mehr abgekommen. Wahnsinn. Jetzt machen wir so ein bisschen so einen kleinen Sprung. Und du hast in deinem LinkedIn-Profil stehen, It's time to revolutionize healthcare. Und ich meine, das ist verständlich, was das bedeutet, aber du hast das sozusagen als Beschreibung für dich und für deine Mission. Was bedeutet denn dieser Satz genau für dich jetzt? Ja, also das hat tatsächlich eine Bewandtnis und es bedeutet mir viel. 2004 war ich fertige Ärztin. April habe ich quasi das letzte Examen gemacht, war dann plötzlich dann halt, ja, hier, da, Ärztin. Und wichtig ist zu sagen, ich habe schon während des Studiums, vor allem also im letzten klinischen Abschnitt auch gemerkt, es ist toll, Wissenschaft ist großartig. Wir sind aber, was Technik angeht, sehr, sehr hinterher. Und das war ja Anfang der 2000er Jahre. Und damals war auch dann die Rede von, ja, elektronische Patientenkarte, elektronische Patientenakte, eine bessere Interoperabilität, einfach um die Versorgung sicherer zu machen, besser. Also sowohl natürlich im Patientensinne, aber auch natürlich für Ärzte. Jeden Tag sahen wir auch als Studierende Patienten. Wir haben immer wieder dieselben Fragen gestellt. Die waren nirgends so richtig dokumentiert oder nur stichpunktartig. Die Patienten waren auch genervt, weil sie dann zum Teil meinten, ja, Frau Doktor, ich habe das doch so und so oft erzählt. Nein, bin ich Frau Doktor, Studierende. Ja, ist doch egal, wir erzählen das so oft. Ich habe es doch der Krankenschwester vorhin auch erzählt. Das stimmt. Das heißt, ein Patient kommt in die Klinik und erzählt dann verschiedenen Menschen, Berufsgruppen, sei es die Physiotherapeuten, sei es der Krankenpfleger, sei es die Ärztin, egal wer, immer wieder die Patientengeschichte. Und wichtig ist, dass dann relevante Sachen dann vergessen werden. Und ich dachte, hey, super, wenn so etwas kommt, eine elektronische Patientenakte, Kassenkarte, und mit einem Blick haben wir alles Essentielle da drauf, wie Blutgruppen, wie Allergien, zum Beispiel in der Kardiologie, da ist es sehr wichtig zu wissen, ob jemand eine Kontrastmittelallergie hat. Wenn jemand einen Herzkatheter bekommt, der kriegt dann vielleicht Kontrastmittel gespritzt und reagiert dann darauf. Das ist ja dann ungünstig. Ist doch besser, das im Vorfeld zu wissen. Die Patienten haben das manchmal quasi nicht im Blick oder vergessen es. Sie sind ja auch aufgeregt, wenn sie in die Klinik kommen. So viele Gründe. Aber auch die Blutgruppen, wir wissen das ja dann auch nicht. Wir müssen das ja dann auch immer bestimmen. Nicht jeder Patient weiß das. Sonst steht auch nirgendwo. Okay, das war damals für mich so wichtig. Und ich war dann immer all die Zeit, ja, fest davon überzeugt, das wird schon, das wird kommen. Und es kam nicht, und es kam nicht, und es kam nicht. Und da saß ich da im Jahre 2018, es war ein Herbst, und einer meiner Patienten wies mich genau auf diese Situation hin, wie blöd das Ganze ist, dass er das leid ist. Sehen Sie mal hier, er hat hier zwei Jutebeutel voller Leidsaktenordner. Dabei kennen sie mich auch schon gut, aber ich gehe zu Ärzten, die haben noch nicht mal eine Ahnung, was ich habe. Immer muss ich die mitschleppen. Meine Befunde sind nicht zentral erfasst. Und Frau Doktor, Apps, 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 alle erzählen davon. Für uns gibt es nichts, für uns Herzpatienten. Sogar für Stuhlgang, für harten Stuhlgang gibt es was. Also er war wirklich so außer sich vor Wut. Und dann, das hat mit mir was gemacht. Dann habe ich tatsächlich gedacht, das stimmt alles. Das ist so, ja, wir sagen immer so, oh ja, wir sind ja nur Ärzte, wir können da nichts oder sind andere da verantwortlich. Wiederum, viele von unseren Kollegen haben auch Angst, ja, neue Methoden, Digitalisierung und was ist, wenn die Daten abgegriffen werden? Also jeder hat so für sich so eine Agenda. Und ich habe dann gedacht, ich muss das jetzt in die Hand nehmen. Ich muss da jetzt was tun. Die Patienten wollen das, die sind offen und es wird Zeit. Es wird Zeit, diesem Gesundheitssystem, was sehr, sehr zäh ist und sehr starr ist. Das ist ja wie so ein Amt, wie so eine Behörde.
Ich sage ja inzwischen auch, das sind hier Verwaltungsgewaltakte, die wir hier durchlaufen. Ich wollte es einfach neu machen, anders machen, eine Leichtigkeit verpassen. Deshalb habe ich das auch so genannt. Also ich wollte es wirklich revolutionieren, irgendetwas machen, was so verrückt ist, vielleicht damals genauso verrückt wie dieses, ich möchte Astronautin werden. Und dann habe ich gesagt, so, ich lasse jetzt die Klinik Klinik sein. Die Patienten wollen das, die sind offener als wir Ärzte oder das gesamte Gesundheitssystem. Und viele nehmen das auch als Buzzword in den Mund und denken, es reicht schon aus, wenn ich sage, ja, Digital Health und Digitalisierung. Nein, man muss das ja auch leben, man muss das ja auch machen und umsetzen. Und das geht auch nicht von heute auf morgen, das ist ja ein Prozess. Und ich war bereit, das zu machen. Eine Revolution, die kommt ja nicht von heute auf morgen. Aber ich war für mich quasi ja bereit, innerlich einfach loszugehen. Ja, naja, ich wollte dich eigentlich fragen, weil es ja durchaus viele Menschen gibt, die ja Probleme sehen und dann auch Lösungen im Kopf haben und tolle Ideen haben, aber viele sich eben nicht trauen, das dann tatsächlich umzusetzen. Also gerade ist es, merke ich das immer wieder bei Frauen leider, dass sie sich nicht trauen oder man ihnen das ausredet oder wie auch immer. Und ja, ich frage dich trotzdem, aber ich genau diese Astronautengeschichte ist eigentlich so jetzt so meine Antwort auf diese Frage. Wie hast du dich, ja, dein Innovationsgeist, anders kann man das ja nicht nennen, wie hast du dann dich getraut, das tatsächlich auszuleben, diesen Innovationsgeist. Aber ich meine, du wolltest auch Astronautin werden, also von daher, das mit dem Trauen ist auf jeden Fall schon mal für mich Teil der Antwort. Aber ja, also in dem Moment, ich meine, das kann man ja auch nicht so kleinreden. Ich meine, du hattest einen guten Job, einen angesehenen Job. Das hat dir Spaß gemacht. Das war genau das, wovon du dann in dem Studium geträumt hast, hast dich total wohlgefühlt. Das war das, was du machen wolltest. Du wolltest Ärztin sein, du wolltest mit Patienten, arbeiten, du wolltest Menschen helfen, die Herzerkrankungen haben. Und dann aber zu sagen, okay, jetzt nehme ich das in die Hand, ich schmeiße das alles hin, meinen Ärztin-Job und werde jetzt Innovatorin. Wie hast du dich tatsächlich getraut? Genau. Also ich habe das jetzt nicht als Innovatorin für mich quasi so gesehen, aber ja, ich habe ganz bewusst diese klinische Tätigkeit aufgegeben und ich habe aber quasi mir diese Frage dann auch, was passiert, wenn es nicht funktioniert oder was passieren könnte, wie schlimm das für mich sein könnte oder werden könnte und ob ich das aushalte. Ich habe mich schon sehr ernsthaft damit auch auseinandergesetzt. Also erstens mit mir innerlich, wie du das auch so schön sagst, ist ja mein Traumjob, ja. Und zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich auch eine Position inne gehabt, die nicht so ganz selbstverständlich ist für Deutschland. Chefärztin, ambulante klinische Rehabilitation. Ich habe das auch etabliert, also wirklich von der Pike aufgebaut, frisch. Ich liebe es auch, dieses Anpacken, etwas auch Neues zu schaffen. Und jetzt so plötzlich so, oh nee, ich mache was anderes. Also das überlegt man sich schon ernsthaft. Natürlich habe ich meine SparringpartnerInnen und auch meinen Mann gehabt. Das wurde debattiert, aber für mich war das wichtig. Was passiert mit mir? Kann ich das aushalten, wenn es nicht funktioniert? Und kann ich es auch aushalten, wenn ich da jetzt einen Weg einschlage, der, naja, sehr wild werden könnte, und auch nicht schön und vielleicht auch schmerzhaft? Davor hatte ich keine Angst, weil vielleicht auch mein Leben auch nicht ganz geradlinig ist, weil ja, ich zu dem Zeitpunkt hätte ich auch nicht gesagt, ja, weil ich so bin, so unerschrocken. Nein, das stimmt nicht. Ich bin eine Schisserin. Ich bin ein großer Angsthase, sage ich auch. Meine Kinder wissen das auch. Nein, ich war fest davon überzeugt, dass es ja nichts Schlimmes ist, wenn es nicht funktioniert. Also dieses Scheitern, davor habe ich keine Angst. Und ja, warum würden das andere nicht machen oder warum machen das
Frauen dann eher nicht so, aber ich glaube, das gilt für Frauen und Männer. Viele haben auch einfach Angst vor dieser Blamage. In Deutschland ist dieses Versagen, diese Blamage. Du machst etwas, das funktioniert nicht und du scheiterst. Das ist so, das ist ganz schrecklich. Also du bist hier dann so eine Loserin. Und diese Frage habe ich mir wirklich dann immer wieder gestellt. Hältst du das auch dann halt als Loserin zu gelten? Wenn du das nicht hinbekommst, wenn du nicht die Spielregeln beherrschst. Das ist ja immer noch ein Business. Ein Ärztin sein ist zwar auch ein Business, aber was ganz anderes. Das ist jetzt auch nichts, was man von der Pike auf lernt. Aber das ist quasi etwas, was ich ganz tief in mir habe. Ich bin sicherlich jetzt nicht so, ja, die Businessfrau. Aber was ich kann, was ich habe, sind Lösungen sehen, Ideen haben. Und ich habe eine ganz starke, Abstraktion, wie man das fertigstellen kann. Also das ist ganz groß, das ist ganz stark. Und ich war fest davon überzeugt, es wird irgendwie gelingen. Wie auch immer, ich schaffe das. Und ich habe auch ein Team zusammenzubekommen. Und das hat mir nicht so viel Angst gemacht. Und ja, und wenn man scheitert, dann scheitert man. Das tut dann weh. Ja, Naja, ich meine, wenn man nicht das muss scheitert, ich ja dann kann man auch aushalten. nicht gewinnen, ne? Also ohne Scheitern Ja. gewinnt kein Mensch. Also es ist kein Entrepreneur, kein Nein. Innovatorin haben jemals von ersten Moment, von der Ja. ersten sozusagen von dem ersten Versuch sofort irgendwie so ein Knaller irgendwie Ja, so super. Aber genau das ist ja am Anfang ja dann auch passiert. Also ich habe dann gesagt, ja, ich habe das und das vor und das und das. Und dann war dann schon mal so die Erwartung, das muss innerhalb von 24 Stunden stehen. Da dachte ich auch so, oh, das hat mir am Anfang unheimlich Druck gemacht, das hat mich so unter Druck gesetzt. Auch jetzt, ich habe vor ein paar Wochen, hat mich jemand angerufen und gesagt, was hast du denn eigentlich ja Großartiges geleistet? Du hast jetzt nichts Besonderes gemacht, du bist eine ganz normale 0815-Ärztin. Ich habe gesagt, das stimmt, ich meine, ich bin eine ganz normale 0815-Ärztin, eine ganz normale 0815-Kardiologin und bin jetzt auch eine ganz normale 0815-Gründerin. Ich habe nichts Besonderes gemacht, stimmt, aber was gibt dir das Recht, das trotzdem zu sagen, weil wer bist du denn? Aber so sind halt Menschen. Und ich glaube, das ist halt das, was vielen aber auch ausmacht. Was sagen andere? Und ich glaube, man muss diese Frage sich selbst nochmal verinnerlichen. Halte ich das aus, wenn es nicht so funktioniert? Halte ich es aus, andere zu enttäuschen? Und ich glaube, das ist das, was ich auch seitdem ich gegründet habe, gelernt habe, ich enttäusche jeden Tag ganz viele Leute, weil das noch nicht so läuft, weil das vielleicht nicht das Superprodukt ist. In Deutschland wird immer dann auch oft diese eierlegende Wollmilchsau erwartet. Also das Ding muss alles können. Aha, okay. Gut. Ein KitchenAid für die Medizin oder was? Also, oder so ein Schweizer Taschenmesser. Habe ich nicht. Und das habe ich ja auch nie gesagt, aber so ist das halt. Und das setzt mich halt unheimlich unter Druck. Und das fand ich am Anfang ganz, ganz schwierig. Und das denke ich mir jetzt so, das ist dann halt so. Das kann nicht so schnell sich entwickeln. Auch wenn ich eine Idee für eine Lösung habe, ich bin ja keine Zauberin. Oder weiß ich nicht. Ja, das muss sich auch entwickeln. Also Das, das Produkt ja. ist ja immer, also ein technologisches Produkt ist ja immer so. Das ist jetzt kein Schuh, ja, wo du irgendwie Einzelteile verkaufst und sagst so, ja, das wächst nach oder so, sondern das ist ja ein technologisches Produkt, ist ja immer so, dass du erstmal mit etwas startest und dann guckst, okay, da kann man noch diese Features hinzufügen und noch das hinzufügen und dann vielleicht das da noch irgendwie was verändern oder oh, da wollen die Leute noch irgendwie was anderes sehen und Ja, also und genauso ist es auch. Also wir haben halt zwei Softwarelösungen und so ist es auch. Und es ist zwar kein Schuh oder kein Kleidungsstück, aber es ist vielleicht etwas maßgeschneidert. Das ist ein maßgefertigter Schuh oder maßgeschneiderter Anzug. Und so erklärt es sich auch. Es ist nichts von der Stange.
Ja, das wäre total cool gewesen. Da hätte ich ja total die geile Idee gehabt für etwas, also so von der Stange wäre auch cool. Ich glaube, das kann man richtig gut verkaufen. Auch jetzt ohne Verkaufstalent. Ich glaube, ja, also ich denke, das ist was ganz anderes. Nein, es war etwas, was wirklich halt als Idee war, was quasi auch von den Patienten ausgesprochen wurde. Wir möchten etwas für unsere Herzerkrankten, damit wir wirklich unser Leben besser führen können, weil wir so leiden. Das macht was mit uns. Es ist eine Ja. chronische Erkrankung. Wir wünschen da etwas. Natürlich. Und die Probleme sehe ich ja seit all den Jahren, ich meine, seit 2004 betreue ich auch viele Patienten mit Herzschwäche. Es ist genau diese Erkrankung, die ich quasi besser machen wollte für diese Patientengruppe. Das ist dann trotzdem nicht so. Zack, das ist nicht da. Das muss man halt dann auch maßgeschneidert dann auch machen und auf die Patientenwünsche auch eingehen. Ja. Ja, und das war auch so spannend. Das war dann so, man ist dann so hin und her gerissen. Auf der einen Seite freut man sich wahnsinnig. Also jede Entwicklung ist so ein Meilenstein. Man freut sich im Team und so, wow, das funktioniert genau so. Man flippt dann aus. Natürlich kann man nicht mit jedem Meilenstein dann auch an die Öffentlichkeit sagen, so, hey, es hat jetzt Furz gemacht, so auf die Art käme ich mir vor. Also im Türkischen sagt man, Herr Osturoz, nicht wegen jedem Furz sollte man sagen, hey, kam was, ne? Und das ist auch richtig so. Also mein Vater hat das immer gesagt, also man soll immer sich ein bisschen halt dann mäßigen, Kontenance. Also das kann ich ja nicht machen. Ich kann ja nicht jedes Mal sagen, hallo, wir haben jetzt wieder so, yeah, ich feiere mich. Nein, also es geht ja nicht. Und man entwickelt etwas und dann geht man weiter und sieht, oh, das funktioniert nicht. Auch das hatten wir. Ja. Und dann ist man dann wieder 2 Schritte dann doch wieder zurückgegangen und Ja, aber das gehört ja dazu für so eine Entwicklung. Und also ich erzähl doch mal kurz tatsächlich, was jetzt, jetzt sind wahrscheinlich alle gespannt. Ja, was ist denn das jetzt als für ein Startup? Erzähl mal kurz, was genau hast du dir da überlegt, beziehungsweise was ist das Produkt Lemoore? also Lemoore ist quasi eigentlich unser Unternehmensname. Was wir machen wollten, wir wollten halt innovative Lösungen entwickeln für einmal für eine moderne Kommunikation im Gesundheitssystem. Wir haben einmal einen schnöden Messenger, aber halt quasi nicht halt wie WhatsApp, dass dann halt alle Daten dann ja quasi für alle so sichtbar sind. Und zwar Datensicherheit wichtig. Datenschutz ist halt quasi als Ärztin ja so etwas, was wir ja essentiell für wichtig halten. Und auf der anderen Seite wollten wir digitale Gesundheitsanwendungen für eine bessere Patientenversorgung und in diesem Fall für Patienten mit Herzschwäche. Das sind Patienten, deren Herzen nicht mehr regelrecht pumpen, wegen aus verschiedenen Gründen. Es gibt jetzt nicht die eine Erkrankung, die zu einer Herzschwäche führt. Ein Herzinfarkt kann zum Beispiel dazu führen, wenn es nicht rechtzeitig erkannt wurde oder behandelt wurde. Aber wir sehen zum Beispiel auch nach grippalen Infekten, Virusinfektionen, Ringeln, Röteln zum Beispiel, auch quasi Herzschwächen. Da sind die Herzmuskeln halt so in Mitleidenschaft gezogen, dass sie dann nicht mehr richtig pumpen. Für uns Mamas ist es wichtig oder für Frauen, dass man auch während einer Schwangerschaft quasi eine Herzschwäche entwickeln kann. Es gibt also viele, viele Gründe für die Herzschwäche. Fakt ist, in Deutschland leben über 2,5 Millionen Menschen. Die genaue Daten können wir nicht mit Exaktheit sagen, weil ja mit der Erfassung von Daten haben wir es so nicht. Leider muss ich aber sagen, dass die globalen Daten auch nicht besser aussehen. Wir gehen davon aus, dass es über 70 Millionen Menschen mit einer Herzinsuffizienz gibt, also mit einer Herzschwäche. Und wir wollten halt diese Patienten, die diese chronische Erkrankung haben, die leider halt auch noch tödlich ist, es ist immer noch eine tödliche Erkrankung, besser machen. Die Patienten müssen viele, viele Dinge jeden Tag analog machen, wie bestimmte Tagebücher führen, Trinkmengen beachten, natürlich die Vielzahl von Medikamenten, aber auch die Befindlichkeit, also die Lebensqualität ist wirklich sehr eingeschränkt. Nicht nur, dass die Leistung sehr herabgesenkt ist, dass die wirklich nicht mehr, ja, leistungsfähig sind, manchmal sogar so eingeschränkt von der Leistungsfähigkeit, dass sie nicht mehr arbeiten können oder ihre normale Tätigkeit aufnehmen können. Es ist auch diese psychische Belastung. Sie wissen, okay,
Ich habe eine Erkrankung, die kann jederzeit so schwer verlaufen, dass ich vielleicht ein neues Herz brauche. Und jeder, der diese Erkrankung hat, weiß dann, ah, so viele Spenderherzen gibt es nicht. Das macht also psychologisch etwas. Und die Patienten wünschen sich tatsächlich ein Device oder eine Anwendung, die sie tagtäglich begleitet. Sie unterstützt halt bei diesen ganzen analogen Maßnahmen, die sie machen müssen, dass sie das digital erledigen können, aber auch noch ein Feedback bekommen. Feedback zum Beispiel, dass dann ermittelt wird, zu viel getrunken, ne? Vorsicht. Ja, der Blutdruck ist auch nicht mehr so optimal. Achtung, sind die Medikamente genommen worden, so dass sie halt bei all dem, was sie tagtäglich eigentlich erfassen und nie Feedback bekommen, wie Blutdruck, Herzfrequenz, Gewicht zum Beispiel, die wissen dann so, aha, das ist so, ist es okay, ist es nicht okay, kann ihnen ja keiner sagen. Ich meine, so ein Heft, so ein Oktavheft, die meisten führen so Oktavhefte. Erinnerst du dich noch von der Schule, diese Vokabelheft? Warte mal, ich habe immer so eins. So ein Ding kennst du ja wahrscheinlich noch. Da haben sie, also die Patienten mit Herzschwäche, die haben alle eine ganze eine Kiste voller solcher Hefte. Und dann tragen sie dann wirklich per Hand dann Blutdruck und ja, Herzfrequenz, Gewicht da rein, Ja, und dann tagtäglich muss, eine und dann muss die Trinkmenge. Ärzte oder die Ärztin das dann sozusagen jede, alle, keine Ahnung, jede Visite sozusagen, dass sich das angucken und dann sagen so, Ja, da müssen Sie aufpassen genau. und wow. Exakt. Und jetzt rate mal, wie begeistert dann also wir oder Kollegen sind oder der Hausarzt ist, der den Patienten vielleicht jetzt nicht so gut kennt, was seine kardiale Erkrankung zum Beispiel angeht. Da kommt er mit ganz vielen Werten. Woher soll er denn jetzt das wissen? Also er müsste sich das ja auch alles anschauen. Das kann er vielleicht nicht beurteilen. Der Kardiologe könnte es, aber was glaubst du, wie oft der Patient quasi einen Kardiologen sieht im Laufe eines Jahres? Wenn er Glück hat, sieht er den einmal im Jahr. Privatversicherte vielleicht zweimal im Jahr. Das ist halt so. Also Patienten, die noch nie beim Kardiologen waren, die warten hier zum Teil zwischen 9 und 12 Monaten auf einen kardiologischen Termin. Aber auch die, die einen dann haben, die in Betreuung sind, den kannst du nicht dauernd behelligen und sagen, hallo, hier. Das ist nicht möglich. Das heißt, die bekommen kein Feedback und fühlen sich halt sehr unwohl. So sind sie dann öfters bei ihren Hausärzten. Du kannst dir dann quasi vorstellen, die sind dann halt auch genervt. Patient ist genervt, Hausarzt ist genervt, alle sind genervt. Und wäre es nicht besser, all diese Daten zu erfassen und dann einfach das aufzubereiten? Dann sieht man, aha, im Trend ist der okay oder ist der nicht okay. Und noch besser, wir sind dann halt einen Schritt weitergegangen, haben gesagt, okay, wir geben direkt Feedback. Also wir haben dann Algorithmen entwickelt, die dann dem Patienten schon relativ genau sagen, ob alles quasi im grünen Bereich ist oder nicht. Und das ist eine Hilfe. Und das macht auch was mit den Patienten. Also die Lebensqualität ist deutlich besser. Und diese Ungewissheit, die da verspürt wird, was ist jetzt mit dem Blutdruck? Was ist jetzt mit meiner Herzfrequenz? Oder, oh nein, ich habe gestern nicht mehr auf die Trinkmenge geachtet. Ist das jetzt gefährlich? Brauche ich jetzt irgendwie mir große Sorgen zu machen oder nicht? Das kann einfach eine digitale Gesundheitsanwendung, die lösungsorientiert, vor allem aber patientenzentriert ist, lösen. Und das ist das, was ich gemacht habe. Also das war der Wunsch der Patienten, etwas bitte für sie zu tun, war für mich dann so, ja, warum nicht? Und wann, wenn nicht jetzt? Und wer, wenn nicht ich? Ich meine, ich habe jetzt quasi all die Jahre diese Patienten betreut. Wer sollte das denn sonst machen? Und so dachte ich, ich mache das. Das ist halt auch eine ärztliche Tätigkeit, nur halt etwas anders gelagert. Das ist halt digital. Wahnsinn, Wahnsinn. Also das ist wirklich, ich finde es wirklich revolutionär, auch wenn ich da davon jetzt nicht so wahnsinnig viel verstehe, aber ich verstehe was von Startups und Innovation und sehe, dass es halt du also einfach ein ganz wichtiges Problem angegangen bist, was es gibt, was noch nicht gelöst wurde. Ich verbinde vielleicht meine zwei Fragen, was jetzt Deutschland beziehungsweise deine Region auch angeht, im Bereich jetzt Startups und Unterstützung von Startups. Welche Herausforderung hast du als Startup jetzt tatsächlich erlebt in Deutschland? Und
Weil es ja, weiß ich ja auch im Gegensatz zu Israel nicht so wahnsinnig viel Unterstützung für Startups gibt. Und du selber hast ja auch oder versuchst andere Digital Health Startups oder MedTech Startups in deiner Region auch so ein bisschen zu unterstützen. Erzähl mal kurz, wie ist das sozusagen mit der Unterstützung für dich, für dein Startup und wie versuchst du anderen Startups zu helfen? Also, wir haben hier natürlich Herausforderungen in Deutschland, aber die sind eher regional unterschiedlich gewichtet. Also für Rheinland-Pfalz, wir sind jetzt nicht so das Start-up-Bundesland. Ich denke, da geht es den Berlinern besser, da geht es quasi den Gründern in Bayern deutlich besser, aber auch Baden-Württemberg ist stark. Das sind schon so Start-up quasi Bundesländer oder ja, ich würde mal sagen, die haben da ein sehr starkes Interesse vom Bundesland aus, die zu unterstützen. Sicherlich haben die auch eigene Herausforderungen, lokale. Aber was ich sagen kann zu Rheinland-Pfalz oder hier in Trier, wir sind ja hier fast in Luxemburg, es gründen sehr viele hier aus der Region eher in Luxemburg. Erstens, weil dort unheimlich viel quasi Unterstützung kommt, vom Staat, aber auch die Leute vom Mindset anders sind. Das Start-up wird nicht irgendwie mit kleinen Augen betrachtet, so ach, das kleine Start-up. Ein Start-up ist ja eigentlich ein sehr junges Unternehmen in den frühen Jahren. Ich meine, letztendlich ein Start-up, was quasi eine sehr gute Idee hat oder eine tragfähige Idee, hat nicht das Interesse, gleich einen Exit zu machen. Also es soll ja, also in meinen Augen soll ein Start-up auch nachhaltig sein, wenn es eine Idee hat, die sollte auch nachhaltig sein. Es sollte jetzt nicht so sein, ah ja, hier, was weiß ich, also ich mache immer sehr, sehr böse Beispiele dann. Zuletzt ging es darum, ja, Ihre Idee ist nicht skalierbar. Aber ich sage, was ist denn für Sie skalierbar? Also die 70 Millionen Menschen waren in seinen Augen nichts. Machen Sie da noch mehr draus. Was? Ich sage, ja, was meinen Sie? Ja, es müssen Milliarden von Menschen sein. Und ich sage, ja, ich bin ja froh, dass wir, ich meine, nicht eine Erkrankung haben, die Milliarden von quasi Menschen haben. Ich meine, die Pandemie ist gerade so etwas, was uns ja bedroht, also global. Das könnten Milliarden von Menschen sein. Aber ich meine, das macht mir schon als Angst, Arzt Sorge und Angst. Was meinen Sie damit? Ja, Sie müssen ein Produkt haben, das muss skalierbar sein, Milliarden. Da ich sage, okay, ich sage, da ich meine, Sie meinen vielleicht so ein Kondom, das sich dann von selbst dann auflöst? Da ich meine, ist das was? Und dann habe ich gesehen, oh, so blinkende Augen, dachte ich, das wäre es gewesen. Also es kann ja nicht sein, irre. Okay, das wäre vielleicht auch nachhaltig, aber okay, nee, also wie gesagt, ich bin manchmal sehr böse und habe dann auch böse Gedanken. Es kann ja nicht sein. Was wir aber gesehen haben, wenn ich mich mit Luxemburg vergleiche oder wenn wir die Unterstützung hier vergleichen, da ist wirklich viel Wohlwollen da, viel, viel Unterstützung. Also da sind dann alle wirklich bestrebt, dann so, okay, wie könnten wir die Leute vernetzen? Was könnten wir ihnen Gutes tun? Und da ist auch der Gedanke eher Competition.Ier ist es eher so, ja, die hat eine Idee, gönne ich ihr nicht. Und das merke ich hier halt regional dann auch stark. Und Herausforderungen gab es hier ganz viel. Ich glaube, wenn ich da jetzt anfangen würde, Jenny, dann würden wir, glaube ich, 24 Stunden durchreden. So Na, irre. Zuhörer, seid ihr bereit? Die 20 Stunden Zuhörer Herausforderung drehen durch und Startup schalten ab dann. in Deutschland. Wir finden das als Team manchmal witzig und dann sagen wir so, weißt du noch? Oder dann lachen wir dann, dann sagen wir so, das glaubt uns kein Mensch. Hätten wir das nicht gemeinsam erlebt, dann würdest du denken, so, die erzählt doch irgendwelche Geschichten. Nein, das ist schon so wahnwitzig. Was ich gemacht habe, du meintest ja, wie ich andere unterstütze. Ja, unterstützen, es ist dieses Digital Health Hub, was ich ja quasi da vor Lemoore gegründet habe. Das ist eher wie so eine Art Ehrenamt. Mir war wichtig, halt die Akteure hier aus der regionalen Gesundheitswirtschaft zusammenzubringen und ja, um diese Gestaltung, diese digitale Transformation, die zwar in aller Munde ist, aber dann alle so, wissen wir nicht,
was los ist. Ich wollte das halt einfach fördern, unterstützen. Und am Anfang habe ich wahnsinnig viel beraten und also viel Mentoring. Aber das ist sehr, sehr, sehr kräftezehrend. Und ich meine, letztendlich habe ich ja ein Business jetzt. Und das ich kann mich da nicht klonen oder halbieren. Ja. Ich habe noch ein, zwei Dinge, die mir wichtig sind, die betreue ich auch noch. Aber für 22 muss ich das einschränken, die Unterstützung anderer Startups durch quasi dieses Mentoring. Da geht es halt wirklich dann um die ganzen Pitfalls, die man ja vielleicht selbst gemacht hat oder da reingetreten ist. Legal Tech, was ist wichtig, auf was muss ich achten. Das kann ich halt wirklich aus dem FF, klar, die können sich das auch durchlesen, aber manchmal ist es halt besser, also in echt so hören, sag mal, wie war es jetzt? Ne? Sag mal ganz ehrlich, lass doch mal die Hosen runter. Das mache ich sehr gerne, aber es ist wirklich sehr zeitaufwendig, kräftezehrend. Ja, klar. Das kann ich so nicht mehr machen. Was wir aber hier erfolgreich gemacht haben, die Wirtschaftsförderung hier in Trier, die ist sehr aktiv, das ist die Christiane Luxum, sie ist Juristin, die hat wirklich großes Interesse auch hier, nicht nur Digital Health, generell Gründer zu unterstützen oder dass die Innovationsfähigkeit der Stadt, wir haben hier sehr viele Beamte, es ist eher eine Beamtenstadt, also kein Start-up quasi Stadt oder Bundesland. Wir haben ein Health Hackathon quasi ins Leben gerufen, letztes Jahr quasi zum ersten Mal, dieses Jahr zum zweiten Mal. Und das ist sehr spannend. Interessant war, dass die Schüler aber Interesse haben. Wir haben hier Studierende und Schüler, die sehr interessante Ideen haben. Also sie sind jung, sie haben wilde Ideen. Das ist ja das, was wir vorhin ja quasi erwähnt hatten, diese Traumkunde. Die haben tatsächlich Ideen, verrückte Ideen. Sie sehen Dinge, die in ihren Augen problematisch sind. Sie haben dazu gleich Lösungen und das ist spannend. Und wir können uns das auch vorstellen, dass wir das so weitermachen, aber mal schauen, was uns 22 bringt. Ja, ich hoffe sehr, sehr viel für dich. Als letzte Frage. Was hat dich der ganze Innovationsprozess, das ist ja ein Prozess, alles gewesen von Problemerkennung bis zur Idee, wie man das lösen kann, bis zum tatsächlichen Produkt, wie du das dann umgesetzt hast. Was hat dich das am Ende, wie hat dich das verändert oder was hat dich dieser Prozess gelehrt? Als Ärztin vielleicht oder als Unternehmerin, als Mensch, wenn du dir jetzt mal diesen ganzen Prozess vor die Augen führst. Als junge Ärztin habe ich ja schnell gelernt, die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Also man kämpft für die Patienten, man tut alles. Und was ich jetzt hier gelernt habe, mein Innovationsprozess, ich glaube, mit dem Unmöglichen beginnen, um das Ganze möglich zu machen. Also um überhaupt eine Idee möglich zu machen, muss man beginnen, egal wie verrückt alles klingt und wie manchmal aussichtslos die Perspektiven sind. Ich glaube, da kann man so eine Analogie ziehen zu meinem Berufsleben auch. Was mich das aber so gelehrt oder was mir das persönlich beigebracht hat, es kann immer alles geschehen. Und wichtig ist, den Fokus nicht zu verlieren, um dieses Verrückte einfach umzusetzen. Und deshalb ist jeder Tag auch anders. Das wird im Team auch so quasi erlebt. Das ist halt nicht nur, dass ich das so empfinde. Wir sind quasi im Fluss. Also es ist immer alles offen. Ich denke, das passt auch gut, wenn man Software entwickeln will. Es muss agil sein. Viele sagen, ich mache dann hier diesen Agilkurs, dieses Agilitätsding. Das muss man leben. Und das ist ganz toll, wenn man das als Team leben kann, aber ohne, dass man das als Vorgabe gibt. Wir erleben das halt jederzeit alles geschehen kann und dass auch manchmal auch alles geschehen muss, um Dinge laufen zu bringen. Wow. Ich bin wirklich total inspiriert und beeindruckt und ich finde wirklich, ich meine, es ist
auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite auch super, dass du nicht Astronautin geworden bist. Schade. weil du jetzt hoffentlich tatsächlich die Welt für viele, viele Menschen und verändern kannst als Innovatorin. Ich finde, das ist eine großartige Idee. Ich hoffe, das ist alles, dass du auch 22 ein tolles Jahr für dich und dein Startup wird. Und danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Danke, Nies. Lauterbach. Ich danke dir, Jenny. Ich hoffe auch, dass wir wirklich mit unsere Lösung heißt Herzheld. Es ist eine Hommage auch an meinen Patienten, der sich das so gewünscht hat. Der nennt mich nämlich immer so. Ich hoffe wirklich, dass wir die Patientenversorgung für die Menschen mit Herzschwäche einfach besser machen, ihr Leben besser machen. Und vielen Dank. Es ist mir wirklich eine große Ehre, auch deine erste Gästin zu sein. Ich freue mich. Danke, Nies. Und danke an alle, die zugehört haben. Folgt natürlich an Nies überall. Auf allen Social Media Plattformen. Nein, also hauptsächlich LinkedIn natürlich, aber ich weiß, dass du auch auf anderen Plattformen bist. Da haben wir uns ja quasi kennengelernt. Genau, das stimmt. Genau, das stimmt. Und über deinen Mann. Ich fand das so lustig. Ich glaube, als er irgendwann hat er gesagt, ja, für meine Frau habe ich heute Rotwein besorgt, da dachte ich, das ist auch so ein Supermann wie meiner. Sehr sympathisch. Es war immer so lustig und dann haben wir uns ja dann auch schon angefreundet. Finde ich ganz toll. Ich habe immer viel Spaß, wenn ich eure Postings lese. Ja, auch Social Media ist toll, aber auch sehr zeitaufwendig. Ja, das stimmt. Macht mich da manchmal rar. Aber es ist nicht umsonst. Also ich finde auch, dass also zum Beispiel dich oder auch andere großartige Menschen kennengelernt und dafür hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Und danke vielmals für das Gespräch. Ich bin beeindruckt von der Astronautengeschichte. Das werde ich wirklich nicht vergessen. Und, ein paar Zentimeter haben gefehlt. Und ich hoffe, wir haben auch andere inspiriert, an ihre Träume zu glauben und Astronauten zu werden. Und danke und wünsche dir und natürlich allen, die zugehört haben, einen wunderschönen Tag. Bis dann. Sehr gerne. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Vielen Dank. Ciao, ciao.